Okay. Seid ihr jetzt alle da? Ja. Okay, dann in die 7, los. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Minispiele mit Gravity. Und wir haben uns hier ein paar Leute rausgesucht, die das Spiel echt gut können, nämlich Janine und Mundi. Hi! Und die Leute, die das Spiel nicht so gut können, das ist Sassi. Und trotzdem möchte Sassi gerne ein Battle gegen mich machen. Das heißt, es wird wahrscheinlich spannend, Freunde, denn Sassi ist nicht schlecht in dem Spiel. Oh nein, und direkt mein Ass-Map zu Anfang! Finde ich auch gut. Och nee! Ich weiß, wie die geht. Ich auch. Oh, was? Okay. Nein! Nein! Och, nö! Ich bin gerade auch zu blöd für die Welt. Jetzt muss Sassi doch. Was soll denn das jetzt? Okay, ich hab sie. Nein! Och, Manu! Was denn? Oh! Nee, okay, 1-0 für Sassi. 1-0 für Sassi. Noch nicht. Einfach nur, weil ich richtig kacke bin in der Map. Alter, regt mich das jetzt schon auf. Oh Gott. Bei welcher Map bist du? Wer? Sassi. Das würde ich nämlich niemandem sagen. Was? Das möchte ich an dieser Stelle einfach niemandem sagen. So. Drei. Ich hab den verstanden. Drei. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Sehr gut, Janine, danke. 1, 2, 3, ja, das ist fein. Sassi, guck mal bitte auf die Liste. Danke, Sassi, du bist kacke. Welche Liste denn? Oh, sehr gut. Ja, recht. Sehr gut, Janine, mal, sehr gut, Sassi. Janine. Sassi, oh, Scheiße, Felice. Du bist halt kacke, Sassi. Nein! Nein, Sassi, Willi, ich bin Willi. Ich war der Fünfte. Willi, bitte, der Zweite. Oh, Mal, oh, wo denn? Mal, da bitte. Ist es! Hä? Wer ist das? Oh nein. Okay, ich geh lieber rein. So, Sassi, 1-0 für den Meister! Obwohl, wenn wir Janine noch mit einberechnen, dann ist es 1-1-0 für die Meister! 1-1-0. Ja. Eigentlich nur 1-0-0. Ich weiß, aber ich möchte auch einen Punkt haben. Gönnst du mir den Punkt, Janine? Nein. Der Gewinner darf immer entscheiden, ob er dem Zweiten den Punkt gönnt. Also sag einfach ja. Also gut, dann doch, dann gönne ich dir den. Okay, dann steht's hier mit 1-1-0 für uns beide, Janine. Yay! So, Sassi, was sagst du jetzt? Es kommen noch ein paar Runden. Macht Mundi auch mit? Weil dann steht's 1-1-0. Es kommen noch ein paar Runden. Und warum hat Sassi eine 0 da stehen? Weil sie die 0 ist. Witzig, halt Freunde, oder? Ja, ist echt so. Oh. Und das einmal bitte laut in der Folge sagen, jetzt. Ich bin eine Null! Ja! Und stolz drauf. Guck mal, wer gewonnen hat. Ja! Ja! Frau Pro, würde ich das mal nennen, ne? Im Gegensatz zu Sassi. Sassi, du wolltest das Battle haben, du bekommst ja, das Battle. Ich weiß. Ja, ja. Mal sehen, wie es weiterhin ausgeht, ne? Da bist du! Ja! Sie ist da! Bin ich drin? Ja, bei ja. Uns schon. Oh Leute, ich bin noch nicht drin. Ich bin hier noch vor diesen Dingern. Okay, das sehen wir dann gleich, wenn wir drin sind. Und zwar in jetzt. Bist du jetzt drin? Nein! Janine, schnell! Oh Leute, es geht schon los! Sassi? Bin ich jetzt drin? Ja, jetzt bin ich drin! Sassi. Ja. Yeah. Du weißt, dass wir hier hart am Betteln sind und ich schon vor dir bin. So und darunter. Boah, bei mir legt halt die Map ewig. Bei mir legt es halt. Ja, legt. Ist halt so. Wie in einer Eierlegebatterie. Nein! Oh, bin ich blöde! Oh nein! Nein! Bis wann machen wir eigentlich? Bis die erste Person 5 Punkte hat? Das kann lange dauern. Sagen wir einfach, bis wir keine Lust mehr haben. Ja. Okay. Okay, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe gewonnen.
Dann haben wir aber beide gewonnen. Warum beide gewonnen? Weil ihr beide einen Punkt habt. Ja, meine ich ja. Was aber machen wir eigentlich in dem Fall, wenn jemand anderes finisht? Weiß nicht. Nix, gar nichts. Geht ja nicht um den ersten Platz, geht ja nur, wer weiter vorne ist. Ha, guck mal! Okay. Sassi! Oh, bei mir hat die Map immer 10.000 Jahre. Ach, guck mal, jetzt versucht sie wieder eine Ausrede für sich zu finden. Das ist die Wahrheit, Mama. Oh, Janine, William, ich glaube, ich revanchiere mich für den Punkt. Okay, danke. Ich würde mal sagen, 2-2-0. Das ist hart, Sassi, oder? Sassi, merkst du eigentlich, dass wir schon 4 Punkte verteilt haben und du keinen einzigen davon hast? Mal gucken, wo sich Monet rumtreibt. Bin ich lustig. Ich find's auch ein bisschen witzig. Sassi sagt doch gar nichts mehr. Ich glaube, die ist ein bisschen salty. Ja, ich glaube auch. Das übernimmt normalerweise immer Janine, aber... Heute übernimmt das mal Sassi. Heute macht das Sassi. Ist Sassi mittlerweile gemutet eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Sassi? Nee, ist sie nicht. Die redet nur nicht. Sassi? Ja, Sassi schnaubt. Sassi ist ein Rhinoceros. Mann, ich kann nicht ernst bleiben. Ja, wie solltest du auch bei solchen Typen wie uns? Und Mundi hat es endlich in die 4. Map geschafft. Also Mundi, ja, die ist jetzt wirklich einfach. Sie lädt aber nicht. Ja, jetzt musst du, musst jetzt ja nicht direkt auf Sassis Ausreden einfallen, ja? Ich find's auch lustig. Okay, ich glaube, Sassi hat schon keine Lust mehr. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt in die neuen zu joinen. Ich hab noch voll Lust. Yeah. Ja, man merkt es schon. Ein Highfleck bei mir. Mein Ehrgeiz ist da. Okay. So, Leute, guck mal, weiter geht's schon direkt in der 3. Runde. Janine, werden wir das schaffen? Ja, eh nicht. Das heißt, yo, wir schaffen Janine, geh raus aus mir. Ja, wir schaffen das. Geh du aus mir raus. Hör da als erstes. Die Frage ist, wer ist hier... Nein! Wer ist hier ein Würstchen? Wer ist hier in wem drin? Janine, wir müssen jetzt schnell... Du bist doch vorne, sehr gut. Oh je. Da sind ganz viele, aber vorne. Minecraft, ja, ist egal. Es kommt nur darauf an, wer von uns weiter vorne ist. Oh Gott, nein! Oh, warum habe ich denn gerade so einen kackigen Ping? Die Map ist so schwer. Irgendwie ist der Ping gerade ultra kackig. Ich habe auch so das Gefühl. Die Map ist so schwer, seitdem wir hier irgendwelche Challenges machen. Das macht die Sache viel nervöser. Natürlich ist das so eine halbe Challenge. Das ist die Wer gewinnt den Kackier Challenge. Oder gewinnt den Schissel aus mein Nizzle Challenge. Und es ist niemand vor uns, sondern ich bin vorne. Und ich bin Zweite. William, bekomme ich Punkte? Tja, jetzt weiß ich ja nicht. Wenn ich jetzt natürlich, ne? Ich hab immer am Anfang war ja auch so gütig. Ich hab dir eben auch. Moment mal, ja, jetzt versuchst du ja wohl nicht. Ja, aber guck mal, ich hab dir am Anfang hab ich dir auch Punkte gegeben. Ich hab dir am Anfang auch Punkte gegeben. In der Hoffnung, dass du mir welche gibst. Ich würde dir das nächste Mal auch wieder welche geben. Ja. Dafür hätte ich gerne eine 100%ige Gutschrift. Ja, warte hier. Okay, 3-3. Gutschrift schreibst du jetzt bestimmt in den Chat. Okay, ich würde sagen 3-3-0 für Janine und uns und gegen Sassi. Und Sassi kriegt keinen Trostpunkt. Ich glaube, mittlerweile ist der Punktestand von Sassi einfach nur wahnsinnig traurig. Sassi, bist du auch schon traurig über deinen Nein. Punkt, den du nicht hast? Nein, bin ich nicht. Sassi, du wolltest diese Challenge haben und du verkackst sie gerade richtig hart. Ich weiß. Ja, das nagt doch bestimmt an deinem Ehrgeiz, oder? Nein, gar jetzt, nicht. Jetzt quasi zu wissen, dass Leute schon 3 Punkte vor dir sind und du noch keinen einzigen Punkt hast und du wahrscheinlich auch niemals mehr genug Runden spielen kannst, um in irgendeiner Art und Weise hier noch zu gewinnen. Dabei sein ist alles. Dabei sein! Boah, wie sie halt übel krass so voll sachlich bleibt und so. Könnte ich nicht und Janine könnte das genauso wenig. Ich könnte das noch weniger als jeder. Boah, noch weniger? Weniger. Janine könnte das noch weniger.
Ich bin da, wo sonst niemand hingeht. Und ich fühle mich ziemlich gut dabei. Oh, Leute. Leute. Oh, Minecraft. Oh, Minecraft. Können die Leute mal mehr aus mir rausgehen, danke. Nein, die Leute gehen jetzt nicht auf dir raus. Doch, bitte. Jetzt mal doch reinstellen. Ich hab ein bisschen gecheatet gerade. Was konntest du da... Ich wollte gerade sagen, hallo, bei mir geht das nicht. Alter, ich hab übelste Internetprobleme. Ich bin gekickt worden für Fliegen. Ja, nice. Lol. Das läuft ja perfekt hier. Passi, weh, du machst es fertig. Das zählt ja eh nicht, Janine. Ich bin ja nicht da, so, weißt du? Weil ich nicht da bin, Sassi. Oh, das ist unfair. Überhaupt nicht unfair. Sag mir einen Grund, warum es unfair ist. Was muss ich das jetzt begründen? Wir können nichts dafür, wenn du rausfliegst. Ja, genauso wenig kann ich aber was dafür, kann ja oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ich kann nichts dafür. Und so wie ich dich kenne, bist du ja ein fairer Spieler und möchtest nicht unverdient irgendwelche Punkte haben. Du möchtest ja auch schließlich gegen denjenigen gewinnen, der hier bisher heute am meisten gewonnen hat, oder? Sicherlich. Hä? Hä? William, Sassi, sag mal. William, ich bin vor Sassi. Kann ich vielleicht doch einen Punkt haben? Nein. Hm. Das ist also, ich meine, Sassi wollte ja den Punkt, ne? Sassi nein. Ja, ich glaube, Sassi wollte halt wirklich den Punkt. Sie hat gesagt, wieso das geht das denn nicht? Wir können ja nichts dafür, dass du rausgeflogen bist. Also ich glaube, es ist gerechtfertigt, wenn du gerade den Punkt kriegst. Doch, ja, doch. Nein, doch, sagen wir mal 4-0. Schenkst du mir noch einen Punkt? Ich will ja jetzt echt nichts sagen, ne? Aber ich saß an dieser Stelle echt wie so ein grinsendes Honigkuchenpferd hier und hab das Ganze geschnitten. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Ich musste den Sassi schenken, weil sie hinter mir ist. Aber ja, aber ich bin ja nicht. Quasi auch hinter dir. Oh, no, das ist mies! Ja, okay, dann kriegt Willi deinen Punkt. Dafür. Ja! Und ich würde sagen, es steht 4-4-0. Das ist richtig mies, als du, Willi. Och Mann, Sassis Vernichtung ist incoming, Leute. Nein, ich mach jetzt nicht den Kindergartenwitz. Welchen Kindergartenwitz? Welcher Kindergartenkind? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Das ist jetzt aber echt mies. Du hast gesagt, du bist nicht in der Runde drin, also gibt es keine Leute, Runde. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Oh, für Sassi, danke. Hashtag oh. Hashtag oh. Ich schreibe das sogar extra ein bisschen länger und öfters in die Kommentare als einmal. Ah, oh, ihr seid toll. No. Sassi ist jetzt ein bisschen mad. Boah. Oder Sassi ist Mad-Brötchen. Morgen gibt es Mad. Du musst wieder das Mad-Brötchen einblenden, wenn du sagst, Sassi ist Mad. Oder die Robbe. Verarbeitet zu Mad. Das war wieder so ein typischer Robben-Sound. Robbe incoming. So, Sassi, bist du bereit, für den ultimativen Untergang aus dieser Challenge mit 0 Punkten rauszugehen? Willi, wir dürfen jetzt nicht verkacken, okay? Ja, es muss jetzt quasi nur einer von uns Erster werden. Nein! So, das war's schon mit der ersten Map. Das war's jetzt auch quasi schon mit der zweiten Map. Und Janine ist hinter mir, jawohl, Janine, sehr schön. William, krieg ich da bitte einen Punkt? So, die dritte Map haben wir auch. Das war zwar übelst ein bisschen lucky, aber... Nein! War nicht lucky, aber ich bin trotzdem immer noch hinter dir. So, das war's mit der vierten Map. Mann, oh, nee. Was denn? Ich bin so ein Vollidiot. Warum erzählst du mir das nicht? Und das war die fünfte Map, Leute! Guckt mal, wer da jetzt rechts steht! Woo, gut gemacht! Sassi! Wo bleibst du denn, Sassi? Boah. Ja, also ich komme ja jetzt auch ins Ziel. Ich bin hinter dir, das heißt... Theoretisch könnte ich dir immer noch einen Punkt geben, aber mache ich nicht. Doch, William, William. Komm, ich gefälligst einen Punkt. Ich habe dir jetzt sogar auch einen gegeben. Ja, 2-2 würde ich sagen. Und beim dritten Mal darf ich mir selbst entscheiden. William,
Das ist nicht fair. Das ist voll, das ist nicht fair. Dass ihr immer Punkte kriegt. Das ist nicht fair. Guck mal, wie Sassi ausrastet. Das ist halt gar echt nicht fair. William, das ist nicht fair. Reg dich doch nicht auf, Sassi. Das, William, ist nicht fair. Das macht die Sache nur noch viel witziger. Vor allem Ding, wie Janine sich jetzt langsam hochspielt. Ja, komm, ich gebe Janine halt einen Punkt. Ist okay. 5:5:0. Und damit, liebe Freunde der guten Unterhaltung, würde ich mal sagen, das war's mit der heutigen Folge Gravity. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dass Sassi, Janine, ich oder wer auch immer mal gegeneinander antreten, dann schreibt's doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss. Ciao. Tschüss.